Aber zu was für einem Preis? Es war doch ganz gut, dass ich vorher noch so viele Tränke eingekauft habe. Ich speichere das Ganze mal. Und dann werden wir mal die Beute durchsuchen. Was haben wir denn hier Feines? So, gucken wir doch mal. Das ist eine nicht identifizierte Rüstung. Habe ich hier noch ein. Da genau, feldfrei. Für alles, was interessant ist. Handschuhe der Disziplin. Unwichtig. Nicht identifiziert. Nicht identifiziert. Bluttrinker ist nein. Untersuchen. Vampirische Reaktion, Verbesserungs plus 6. Ja, ist okay. Es gibt interessanteres. Schwere Armbrust plus 6. Mächtiger Schwertkampfgürtel. Hiebresistenz, Schutzring plus 6. Ja, Zähigkeitsring. Vielleicht für. Ist das Geschicklichkeit? Ach so. Für andere. In unserer Gruppe. Ach, was mache ich denn da? Ich guck das nachher, lass das nachher alles von Deacon identifizieren. Was hat Maugrim denn in seinem Ding drin? Ein Turmschild. Schutzumhang plus 5. Solltest du eigentlich nicht. Ich will das dahin. Da komm. Ring der Macht. Auch interessant. Ach ja, jetzt geht das wieder los. Ich hatte ja ganz vergessen. Das sind Zauber, die wir eigentlich so verkaufen können. Ja, du bist belastet. Ich Das ist zu weiß. viel zu schleppen. Es ist zu viel. Aber das werden wir auch gleich verteilen auf die anderen Kollegen. So, hier haben wir noch ein bisschen mehr Zeug. Oh, schön ausnutzen, das den Platz hier. Nee, du bist noch nicht. Passt du da noch nicht hin? Hier passt noch ein bisschen was hin. Das ist echt nicht gerade wenig und wir sind noch nicht fertig mit dem Durchsuchen. Schließen. Wir haben Maugrim durchsucht. Kaff Utkalin ist noch. Ja, der hat ja auch nicht gerade wenig Zeug dabei. Ah, das sind ja so alles voll ausgerüstete Heldentruppen. Machen wir mal so hier. Da so rüber. Müssen wir so ein bisschen, also ein bisschen Platz machen, denke ich mal. Dass wir hier auch andere Sachen noch reinkriegen. So, dann passt der nämlich noch. Das Das ist zu rüberziehen. viel zu schleppen. Passt das Ding noch dazwischen. Und die passen hier noch rein. So. Was hat denn. Und Grimmig Beißer nur noch. Das ist der letzte in der Runde. Dann haben wir auch alles zusammen. So, da mal darüber. Den Bluttrinker hier hin. Das dahin. Dann passt das nämlich da. Meisterrobe des Alten Ordens. Das ist echt übel. Wir haben keinen Platz mehr für das Zeug. Ich muss noch ein bisschen was hin. Und dann kleiner Silberschlüssel, Heiltrank, noch ein Trank und so. Ja, ja, jetzt haben wir alles. Wo ist denn Deacon? Da, Deacon. Ja, bitte identifizieren, danke. Und dann speichere es mal eben einmal ganz schnell. Und dann schauen wir doch mal durch, was wir davon gebrauchen können und was nicht. Und wählen, du darfst dein Gepäck auch schon mal aufmachen. Also, Resistenzumhang, Rettungswürfe universell, Schutzumhang. Zack, du kommst da mal eben hin. Stiefel der Sonnenseele ist nur von Mönch. Das darf mal eben transportiert werden. Schutzskarabäus plus 6. Schutzskarabäus plus 5. So. Ein kleiner Silberschlüssel. Ja, ist halt ein Silberschlüssel. Umhang des. Schutzumhang plus 5. Schutzumhang plus 4. Ja, ist ja schon mal nicht verkehrt. Umhang des Feuerbades. Feuerresistenz. Und was haben wir? Fledermaus.
Rüstungsbonus plus 5. Was haben wir hier? Feuerresistenz und universell. Ja, ist ein bisschen besser. Wir haben Rüstungsklasse Feld um 3. Das ist nicht ganz so schlimm. Nemesis ist eher was für ihn. Verlangsamen Schadensbonus göttlich. 1W8. Was haben wir hier? Teufelsbann. Extrem kritische Treffer. Scharf. Verbesserungsbonus. Nee, das ist besser. Robe des Balfaron. Kann nur vom Magier. Haben wir nicht. Kann darüber. Gürtel der Heiligen Macht ist nur für Kleriker. Haben wir nicht. Amulette der natürlichen Rüstungsklasse könnten wir mal für Deacon aufheben. Ring der Macht auch. Schutzring plus 6. Schutzring plus 4. So. Ringe können wir hier behalten. Das ist weniger das Problem. Was haben wir hier? Gürtel der Feuerriesenstärke. Gürtel der Feuerriesenstärke haben wir schon. Zähigkeitsring, Ring der Kälteimmunität. Immunitätsbonus, Kälte 100%. Ja, den können wir eigentlich statt. Jo. Sieht schon mal gut aus. Schutzskarabäus, das sind epische Handschuhe. Disziplin. Benötigen wir nicht. Töter von Koff. Verbesserungsbonus, Elektrizität. Zack, packen wir einmal rüber. Weil, so, was haben wir hier? Unsichtbarer Tod. Leise bewegen, Benutzung Rüstungsbonus 7, erweiterte Unsichtbarkeit. Nicht so gut. Plattenpanzer plus 7, das ist doch hier. Das ist zu viel zu schleppen. Ja, er ist auch schon belastet. Das ist zu viel zu schleppen. Oder? Nee, ist er nicht. Das bin ja Das ich. ist zu viel zu schleppen. Umhang der mächtigen Verschlagenheit. Nein, brauchen wir nicht. Ich gehe mal darüber. Teufelsstachel. Schadensbonus Säure 1W6. Bei Treffer Gift, Schadens, Konstitutionsschaden. Das gefällt mir eigentlich. Schade, dass hier, glaube ich, den Zähigkeitsstiefel brauche ich nicht. Meisterhome ist halt auch nur für Mönch. Handschuhe des langen Todes auch. Schutzring, Ring, das kann ich auch da bleiben. Schwertkampfgürtel, Schutzring, Zähigkeitsring, das sind alles so Sachen, die können hier ruhig liegen bleiben. Elfenstiefel können darüber. Ich meine, die Gen hat was Besseres an. Wenn nicht, können wir das immer noch umtauschen. Auch die Disziplinshandschuhe. So, den Turmschild brauchen wir nicht. Den brauchen wir nicht. Den Brustplattenpanzer. Blutplattenpanzer. Boah. Auch nicht so toll. Epische Zauberresistenz. Ja. Fand ich so klasse. Reflexstiefel. Ist alles eigentlich gerade epische Konzentrationshandschuhe. Ja, das ist vielleicht was für die können. Aber auch nur vielleicht. Heiliger Ring. Ist wahrscheinlich nur Kleriker. Jupp. Haben wir keinen dabei. Oh, ist das alles so. Rüstungsarmschienen. Ja. Ach, hier haben wir alle gar keine Handschuhe. Das ist ja. Mensch, er nicht zumindest. Ja, dann sind wir dabei. So, und ihr macht man hier so. Ihr Pfeile geht da mal alle in Reihe. Wo ist denn jetzt Deacon? So, mach mal zu hier. Wo haben wir dich denn? Da, die Ketten. Zeig mir mal dein Inventar. Du hast Rüstungsanschienen, aber nur plus 2. Das ist doch. Das ist ja nix. Du darfst die Konzentrationshandschuhe nehmen. Darfst du die, ja. Wieso hast du keine Brustplatte hier dran? Wundert mich gerade sowieso. Kein Wunder, dass du so schnell immer kaputt gehst. Was hast du für Stiefel? Reflexstiefel. Ja, das ist okay. Du hast hier leichte Armbrust. Hast du auch eine schwere Armbrust? Ja, dann nimmst du die plus 6 Armbrust. Zähigkeit, Schutz. Dann tauschen wir den Schutzring plus 3 gegen den plus 6.
Und du kriegst noch den Fähigkeitsring oder den Widerstand. Ne, du kriegst den Widerstandsring. Ah, sehr schön. Dann haben wir auch gleich ein bisschen dicht. So, dann packe ich das hier nochmal eben ein bisschen rüber und dann sieht das Ganze wieder ordentlich aus gleich. Ach, so mag ich das doch. Schön aufgeräumt. Was hast du da eigentlich? Gürtel der Wirklichkeit. Das sieht ganz gut aus. Gefällt mir. Gefällt mir wirklich. So, und damit haben wir eigentlich aufgeräumt. Das wird jetzt ganz schnell gespeichert. Muss ja auch mal zwischendurch sein. Und ich sollte gleich die Karte mal wieder abmachen. Nach dem Laden verschwindet die ja wieder. Muss ich auch mal wieder dran denken. Bevor wir hier wieder nicht wissen, wo wir lang müssen. Und hier sind die. Ach, hier sind die. Statuen, die da waren, runter. Da waren noch vorher Felsen oder so. Auf jeden Fall haben wir jetzt. Ja, aufgeräumt. Hier sind jetzt. Hier kommen wir jetzt hin. Oder? Ach, Quatsch. Ich muss mal eben noch. Wir können ja hier nur mit dem Rätselring wieder weiter. Rätselring. Hallo Rätselring. Wir haben hier nämlich noch ein Fass. Mit einer nicht identifizierten Rüstung. Heilertasche plus 10. Verständnis der Eule. Weihwasser und einem Diamanten. So, was haben wir denn hier noch? Oh, sonst haben wir hier nicht viel. Da ist eine Tür. Da ist eine Tür. Die habe ich gar nicht gesehen. Was haben wir denn hier? Da sind Spuren. Und das ist ein kleines Loch. Ja, durch das Loch schauen. Etwas glitzert in der Dunkelheit. Ja. Ich glaube, da müssen wir. Ja, Quatsch hier, klar, dann machen wir. Den machen wir nutzen, dann verwandeln wir uns in eine Pixie. Und wenn wir uns in eine Pixie Das ist zu verwandeln, viel zu schleppen. können wir doch durch. Geht ihr mal bitte weg, ich will doch das kleine Loch. So, und durch das Loch fliegen. Den Bodenhebel betätigen. Ihr seid zu klein, um diesen Hebel zu betätigen. Ja, ach, kann ich wahrscheinlich. Kann ich nicht einfach. Oh, Bastardschwert, nicht identifiziert. Ich bin zu klein, durch das den Hebel zu betätigen. Ich kann aber ein Bastardschwert aufheben. Na dann. Das muss man ja erstmal sehen. Dann, ich raste jetzt einfach. Ich weiß immer noch nicht, wie ich die Dinger wieder aufhebe. Ich kann ja auch einfach die Raste abbrechen. Und da gehen die jetzt kaputt. Und so kommen wir dabei. Ist halt natürlich aufwendig, das Ding wieder zuzumachen, wenn man da die ganzen Figuren erst wieder hinein, die Statuen da erst wieder ganz hinbauen muss und so, danke, Pixie und dann Das ist zu viel zu schleppen. ja durch das kleine Loch fliegen. Einmal kurz Rasten drücken. Rast wieder beenden. Ich werde das wahrscheinlich auch nie richtig kapieren. Also. Auf jeden Fall können wir jetzt weiter. Ich leg auch mal den Rätselring wieder ab. So. Um das hier alles vernünftig zu sehen und damit begeben wir uns hinaus zur Grabstätte des Rätselstellers. Uiuiui. Wo wir noch überall hinkommen. Na, lasst das mal lieber. Ihr tut euch nur weh. Ihr tut euch nur weh.
Rätselsteller. Mach mal die Karte ein bisschen kleiner und ich hasse diese Zauber. Ich hasse diese Schwertzauber. So, wer war das? Du warst das? Stirb. Und hier sind lauter Lava-Gedöns. Inseln. Rüstung. Was bist du für eine Rüstung? Fellrüstung plus 6. Joa, ist da auch noch so eine drin, dann lasse ich die da drin. Nee, Waffen. Und wieder zu viel. Helle Bade plus 6. Das ist zu viel zu schleppen. Ja, wählen. Halt, oh, Gepäck auf, bitte. Ich habe wieder was für dich zu schleppen. Noch kann der ja. Noch hat der ja. Ah ne, ihr seid ja nicht identifiziert. Geh mal dafür besser. Die müssen ja noch identifiziert werden. Vorher lohnt sich das ja nicht. Feuerpfeile! Huhu! Was bist du denn hier? Statue! Auf dem Zombie steht das eingraviert. Die Inschrift lautet: Stein an Stein dreht sich der Stein, Blitz an Blitz verlöscht der Blitz. Aha. Bodenhebel. Hier scheint es weiterzugehen.